Hallo und herzlich willkommen zu Super Mario Bros. 3. Lang ist es her. Einen ganzen Monat ist es wirklich her und wir haben, wenigstens weiß ich es noch zum Teilen, haben wir genau in diesem Part, wir waren übelst am Ragen, das weiß ich noch, weil der Level war ein bisschen nervig irgendwie, habe ich das Gefühl. Ich habe das Gefühl, wir gehen schon drauf. Nee, noch nicht. Mann! Es fängt wieder gut an, ey. Ach, und noch bevor ich noch irgendwas vergesse oder so. Der letzte Part waren ja eine Länge von 10 Minuten. Genau zum Schluss habe ich irgendwie, keine Ahnung, einfach so die Aufnahme irgendwie gestoppt oder so. Ich weiß nicht wieso. Ich bin irgendwie aus... Keine Ahnung, ich kann es mir selber nicht erklären, irgendwie, wieso ich das gemacht habe. Irgendwie nur so aus der Reflex oder so, weil ich wollte ja länger als 10 Minuten machen. Und naja, dieses Video wird auf jeden Fall länger als letztens. Und was soll das? Was soll das? Was soll das? Kannst du mich mal? Haben wir mal irgendwas? Ich will auch nicht die Wolke benutzen, ey, die ist für Noobs. Wenn ich weiß, was die Wolke für einen Effekt hat, man kann dafür Level überspringen. Also nichts Besonderes. Ach, verdammt. Ich habe auch nichts Brauchbares hier, ey. Ich will das. Okay, wenn ich groß wäre und mich vom Fisch trotzdem fressen lasse oder so, wäre ich trotzdem down, weil das ist ja quasi wie ein One-Hit und dann ja, ist es schon vorbei. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nein. Ey, was ist das für ein verdammter Fisch? Nee, sorry, bevor das hier wieder zum Game Over führt, mache ich einen kleinen Cut, hol mir ein paar Items und wir sehen uns gleich wieder. Ciao. Ach, nix, ciao. Ich wollte gerade noch was sagen. Jedenfalls hole ich ein paar Items hier, was weiß ich, Feuerblume und so, da kann ich den Fisch wenigstens die ganze Zeit killen, damit er mir nicht auf den Sack geht. Wir sehen uns gleich wieder. Ciao. So, hier bin ich wieder. Glaube ich zumindest. Und damit ihr wenigstens seht, hier haben wir zwei Blätter. Tanuki-Blätter. Die werden wir gleich benutzen. Eins davon. Aber, bevor ich was holen konnte, weil hier war ja so ein Block, nenne ich es jetzt mal, ein anderes Wort ist mir gerade nicht eingefallen, weil wir hatten ja noch einen Hammer gehabt, den habe ich benutzt und dafür, ja, da waren zwei Pilzhäuser. Anders könnte ich nicht machen, weil man kann ja auch nicht noch, man kann nicht zu anderen Welten, wo man vorher war. Deswegen, ja, und das ist gerade momentan zu und dann ist mir nichts anderes geblieben, als den Hammer zu benutzen, da drauf zu schwimmen und die Pilzhäuser zu benutzen. Es tut mir leid. Aber ich will nicht die ganze Zeit Game Over gehen, ey, wie die letzten 1-2 Parts und das ist richtig nervig. Vor allem auf dem Game-Emulator ist das ein kleines bisschen schwierig, habe ich das Gefühl. Vor allem beim Rennen. Es gibt noch so einen extra Button, nenne ich mal den BA-Button halt nur von Emulator, aber damit komme ich irgendwie überhaupt nicht so richtig klar, ey. Der rennt aber überhaupt nicht so richtig. Okay. Geh ja weg, ey. Nein! Kann man dem so einen Schwanzschlag verpassen? Bin mir gerade nicht sicher. Irgendwie will ich das auch nicht versuchen. Und im letzten Part, wenn ihr euch daran erinnern könnt, ich war einfach zu dumm dazu. Es war nicht fies, ich hätte die Münze vorher einsammeln sollen, weil ich so doof bin! Ich werde jetzt aber nicht sterben, oder? Okay, doch nicht. Ich hätte jetzt gedacht. Okay, man kann drüber, das ist gut. Kann man das... Ach so!
Ach so! Das war eigentlich schon fast vorbei! Na schön, dass ich das jetzt auch weiß! Na wunderbar! Hätte ich das gewusst, dann wäre ich schon längst im Ziel! Ihr wollt mich doch verarschen! das gibt's nicht! nee! Um auf den Punkt zu kommen vom letzten Video, was ich eigentlich sagen wollte, gleich, aber jetzt muss ich mich ganz kurz wieder konzentrieren. Ich hatte jetzt vorhin auch nichts gesagt, weil ich mich jetzt gerade übelst konzentriert habe und Schiss hätte, dass ich noch gefressen werde. Ich glaube, ihr habt das schon irgendwie schon gesehen. So, kurze Konzentration, wenn ich bitten darf. Ah, Pilz, ach egal, wenigstens irgendwas. Ah, verkackt. Nee, doch nicht. Okay. Ah. Ich wollte gerade selbst einen Trommelwirbel inszenieren, aber kommt sowieso schon. Wetten, dass ich es nicht schaffe? Wie habe ich das nur geschafft? Okay, das war Glück. Ich schaffe das irgendwie selten. Keine Ahnung, fragt mich nicht. Ich krieg das nicht so richtig hin mit dem Timing irgendwie. Zwar irgendwie schon, aber manchmal irgendwie nicht so. Ich hätte gedacht, wegen dem Emulator, hätte gedacht, es wäre leicht verzögert und hätte gedacht, ich würde es nicht schaffen. Oh mein Gott. So, kriegen wir jetzt noch ein Tanuki-Blatt oder irgendwas anderes? 1, 2 oder 3. Ich nehme mal in die Mitte. Wow, wir haben mal was anderes bekommen. Außer ein Tanuki-Blatt. Wie lange haben wir schon? Auch erst. Och, das war definitiv diesmal länger als 10 Minuten, ne? Bestimmt so 15 oder 20 Minuten so. Ist immer so die ideale Zeit. Machen die meisten auch, also von daher. Bevor ich's vergesse. Wir machen den Level, aber ich sag's trotzdem erstmal. Jedenfalls will ich das so machen. Warte mal, ich habe das schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Ja, genau. Ich hatte im letzten Video das erwähnt oder so, aber das wollte ich dann doch in einem Mario Bros. Part sagen. Aufpassen. Dass ich das vielleicht irgendwann so machen werde. Vielleicht habe ich irgendwann wieder gute Motivation, dass ich Videos vorproduzieren werde. Um das auch anders zu erklären, wundert euch nicht, wieso dann seit, keine Ahnung, ein paar Tagen oder seit 1-2 Wochen oder keine Ahnung oder so, wie lange das dann insgesamt dauern wird. Also wundert euch dann nicht, wieso dann hier eine Woche oder was weiß ich, wie lange kein Video kommt oder so. Liegt nur daran, dass ich nur gerade am Aufnehmen bin und das ist gerade ein bisschen schwierig. Alter! Ah! Wow, aufpassen. Also halt nicht wundern, ich bin gerade, wie heißt das Wort nochmal? Vorproduzieren, genau. Weil ich will das gerne so vorproduzieren, weil es ist ja alles, mache ich das dann mit dem Handy. Wenn ich das da alles vorproduziere, geht übelst viel Speicher verloren. Weil so ein, sag jetzt mal, 15 bis 20 minütiges Video sind schon über 300 MB und das will ich nämlich nicht. Deswegen mache ich das dann alles hier auf dem Computer, da alles da drauf. Und dann, ja, da ein bisschen leichter. War da irgendwas gewesen außer Münze oder so? Ich weiß ja nicht, weil man konnte nicht gleich da nach oben, außer wenn man noch ein Tanuki hätte, aber ja, den habe ich ja verloren. Aber naja, egal. Wie gesagt, wundert euch nicht, wenn mal, ja, ich wiederhole mich gerne, keine Ahnung, das ist bei mir im Real Life irgendwie genauso. Keine Ahnung, fragt euch nicht, wie ich euch das mache. Irgendwie, keine Ahnung, um wenigstens, ja, um den Part irgendwie nicht so langweilig zu gestalten, was den Commentary angeht. Wir haben jetzt einiges übersprungen, ey. Wieso können wir... Warte mal, doch. Warte mal.
Oh. Irgendwie geschafft, ha? Okay. Aber jetzt bin ich klein, das ist nicht gut. Was? Ja, danke. Wo könnte das Ziel sein, verdammt? Ich weiß es nicht. Zeit. Mach hin. Los, mach doch was. Ich will da durch. Ah, ich schaff das irgendwie nicht mehr. Nein. Mach irgendwas. Irgendwas, egal. Scheiße. Nein, 50 Sekunden. Nein. Ich habe das Wichtigste eigentlich schon gesagt, das mit dem Vorproduzieren und das alles. Nein, nicht sterben. Hallo, geh da rein. Junge, mach schnell. Okay, renn. Geh Vollgas. Ja. Boah. Ich habe überhaupt nicht auf die Zeit geachtet. Verdammt. Oh. Oh, als wäre ich gerade übelst auf Drogen. Alter, was war das? Boah. Wie geht's jetzt weiter? Kann noch irgendwo anders weiter schwimmen oder so? Ich weiß es nicht. Wie kommt man da jetzt weiter? Nochmal kurz auf die Zeit gucken. Okay. Hä? Gut, dass wir außerdem das Level gerade noch so geschafft haben, ey. Ich habe übelst Panik geschoben gerade. Oh, ich glaube, man soll die Röhre benutzen, oder? Ja, wie ich mich mal wieder übelst dumm anstelle. Also glaube ich zumindest, dass man die Röhre benutzen muss. Stimmt. Und? Oh, cool. Vielleicht schaffen wir ja doch noch Welt 3. Mit Item oder ohne? Nee, mit. Ich kann nie ein Level machen, wenn ich klein bin, ey. Da gehe ich viel zu schnell down. Oh, wie furchtbar, der König war da verzaubert. Bitte finde den Zauberstab und ihn zurück zu verwandeln. Das ist immer wieder derselbe Text. Ja. Ah ja, stimmt, das ist ja kein Castle, das ist ja bei Dings. Oh, stimmt. Ich habe zu viel New Super Mario Bros. Wii gezockt. Nee, kann ich ja gar nicht, ich hab's ausgeliehen. Beziehungsweise die Original-CD, man braucht. Ach man. Wie mich das mal da aufregt. Da, wenn ich jetzt klein gewesen wäre, wäre ich tot. Das hat's doch was gebracht. Wow. Vorsicht! Nein! Alter! Nein! Wow, renn! Bitch. Handy ordentlich halten hier. Nee, keine Zeit dafür. Okay, weiter. Okay, jetzt sieht's vielleicht gut aus. Wir sind zwar leider momentan klein. Aber wenn wir uns gut anveranstalten oder so. Mir fehlen die Wörter manchmal nicht ein. Okay. Rein! Hä? Ich bin nur reingegangen in der Röhre! What the? Oh! Wofür ist die Klappe da überhaupt? Kann man dann da durchschwimmen oder wie? Oh. Bis gleich. Okay. Also das wundert mich jetzt auch ein bisschen merkwürdig. Anscheinend habe ich irgendwie die Aufnahme gestoppt. Aber okay. Das ist merkwürdig. Da war ich mal wieder ein bisschen zu schnell. Ach, ich werde es einfach dann, wenn ich das Video eh bearbeite, werde ich es einfach zu einem ganzen Video machen, so wie immer. Hoffentlich wird das wenigstens nicht so lang, damit ich. Gib mir wenigstens Pilz! Du Bastard! Oh, Scheiße, Mann, ich bin klein, ich will nicht klein sein! Nee, das schaffe ich nicht. Mach schneller!
Oh Mann, ich hab grad übelst Schiss. Schon drüber? Ja, ich kann da drüber. Da! Oh. Geh diesmal in die Scheißröhre rein. Och ne, Wendy. Oh ja, komm. Das war kein Treffer. Das war überhaupt kein Treffer. Ihr wollt mich doch verarschen. Ihr wollt mich definitiv verarschen. Wir sehen uns in der Stelle, wo wir gestorben sind, wieder. So, und es geht wieder weiter. Wir haben nur noch ein Leben. Yay. Nein. Nein. Okay, warte mal, fortsetzen. Okay. Ich werde mir wieder Items holen und wir sehen uns wieder. Also da, wo wir wieder gestorben sind. Bis gleich. Ich zähle schon gar nicht mehr mit, ey, wie viele Versuche wir jetzt bis jetzt bis dahin gebraucht haben. Ja, endlich! Oh! Danke, dass wir es endlich geschafft haben! Verdammt, Mann! Wart ja mal Zeit, wir haben es endlich geschafft, ey! Mal wieder! Oh, Mann! Ey, wäre das nicht auf dem Emulator, wäre das kein Problem! Also, ich kann das nicht anders machen, sonst wäre es abgefilmt und das wäre scheiße! Ja, großartig, dass wir zum dritten Mal den König befreit haben in seinen komischen Formen. Wir bekommen diesmal eine Spieluhr. Willst du deine Feinde zerstampfen, benutze den Gumba-Schuh. Anbei ein Geschenk, das dir helfen wird. Prinzessin Toadstool. Ja, ich will speichern. Danke fürs Speichern. Und Welt 4 machen wir im nächsten Part weiter. Also bleibt dran. Wir sehen uns wieder, wenn es wieder heißt Super Mario Bros. 3. Bis zum nächsten Mal, euer Alex04-2301. Wenn euch das Let's Play gefällt, gebt einen Daumen hoch und abonnieren, um keine meiner Videos zu verpassen. Dann würde ich sagen, ciao Leute, bis zum nächsten Mal. Macht's gut.